Ein Wagen von 900 Kilogramm ist auf einer 100 Meter langen schiefen Ebene mit Höhe 14 Meter abgestellt. Berechne die Kraft, die die Bremsen aufbringen müssen, um den Wagen im Ruhestand zu halten. Das ist die Situation und das sind die Angaben. Die Masse klein m von diesem Wagen beträgt 900 Kilogramm, die Länge der schiefen Ebene beträgt 100 Meter und ihre Höhe beträgt 14 Meter. Was wir suchen, ist die Kraft F, die hier anzuwenden ist, um den Wagen im Ruhestand zu halten. Da wir von den Reibungen absehen, ist diese Kraft F genau dieselbe wie die, die anzuwenden ist, um diesen Wagen längs dieser schiefen Ebene hochzuziehen. Und deshalb werden wir diese zwei Formeln anwenden können, um die Kraft F herauszufinden. Wir berechnen also die Kraft F, die anzuwenden ist, um diesen Wagen längs dieser schiefen Ebene hochzuziehen. Die Arbeit, die dabei verrichtet wird, ist dann als Lageenergie in dem Wagen gespeichert und somit gilt W gleich E Index P. Durch diese Formel können wir daraus schließen, dass F mal L gleich mgh ist. Jetzt teilen wir diese Gleichheit noch durch L und ersetzen mg, h und L durch diese jeweiligen Werte. Und somit haben wir herausgefunden, dass die Kraft, die die Bremsen des Wagens aufbringen müssen, gleich zu 1236,06 Newton ist.